So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit Borderlands 2. Hat das 5 Minuten gedauert? Ich glaube, es hat nicht mal 5 Minuten gedauert. So, okay. Das letzte Krampet-Ding finden wir hier. So, jetzt müssen wir noch mal gucken in diesen Ellies glänzende Rüstung. Wo ist denn die eigentlich? Die ist auch dort. Und die komische. Was ist das Wort? Hier. Findet die Königin. Das ist dort. Ja. Gefällt mir aber nicht. Machen wir erstmal krampokalyptisch weiter. Wie kommst du denn da hin? Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das gehalten habt, ob ihr dass die DLCs für Borderland schon vorher gekauft, ups, Kamera, schon vorher gekauft habt, und habe schon nie vergessen, die abgedeckt. Ach, schon vor 20 Minuten oder schon vor einer Stunde, keine Ahnung. So wichtig ist es auch nicht. So wichtig ist auch nicht, ob man meine Larve sieht oder nicht. Ich weiß nicht, wann ihr das abgedeckt gestartet habt, das DLC, die DLCs. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, dass ich es jetzt erst gestartet habe. Weil es echt Hammerwaffen gibt. Jetzt. Man sieht es ja, ich bin ja die ganze Zeit hier nur am Waffen abfassen. Ich muss ja schon immer wegschmeißen. Und immer wieder was Geileres. Okay. Ich schätze mal, wenn man sowas am Anfang startet, die leveln ja nachher mit. Die DLCs und alles. Sag mal, wie komme ich denn da hin? Ach, da hätte ich vermutlich hier hoch gemusst oder was? Der Kunde steht hier, der will bestimmt mit mir verlassen. Bestimmt will er mit mir hier den. Wohin? Verlassen zu Unsterblichen. Ja, bestimmt. Also müssen wir hier drinnen noch bleiben. Müssen wir nochmal zurück. Da müssen wir nochmal zurück, ob wir wollen oder nicht. Kisten. Man weiß nie, was drin ist. Gut, irgendwas war drin. Ne, hier war nichts drin. Also nicht, was wir jetzt brauchten. So, also nochmal den Weg zurück. Jetzt finde ich schon den Ausgang wieder. Okay, Iridium. Aber wie sieht es denn eigentlich mit Iridium aus? Hatte ich noch hier gerade sagen. Ich habe da gerade noch so einen Kackhaufen gesehen. Ach, schon wieder eine Flinte. Na gut, die kann man mal liegen lassen. Ja, du wirst lachen. Ich habe das. Wann kam das raus? 2013 kam das Glück raus, gell? Ich habe das um die Zeit, kurz nachdem es rausgekommen ist, habe ich gekauft auf Steam und wollte es spielen. Und interessanterweise, damals habe ich noch mit Ops gestreamt, weißt du? Und interessanterweise wollte mein Ops das Spiel nicht haben. Ich bin bald blöde geworden, weißt du? So, das alte war scheinbar noch ziemlich alte Version, weißt du? So, und da konnte ich das nicht streamen. Und da hab ich mich so geärgert, dass ich beiseite gelassen habe. Und habe das jetzt quasi seit 5 oder 6 Jahren im Steam liegen und habe es nicht angefasst. Habe es jetzt das erste Mal installiert.
Und es hat mir so gut gefallen, dass ich mir heute, vorgestern, weil warte mal, was haben wir vor einem Tag? Ich weiß gar nicht, was wir vor einem Tag haben. Also dass ich mir jetzt in den letzten 48 Stunden oder so, habe ich mir das Ding zugelegt, dass das DLC-Pack, normalerweise hätte das jetzt, wenn ich einzeln gekauft hätte, die ganzen DLCs, da hätte mich das über 90 Euro gekostet. Aber da ich als Pack gekauft habe, hat es 5 Euro und ein paar Cent gekostet. Weißt du? So. Und sind alle DLCs drin. Weißt du? Bis auf eins, dass es das eh kostenlos ist. Jo, schon mal. Oh, ist die Kiste noch offen, noch nicht leer. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte nicht hinunter. Ach, hier geht's lang. Halt, hier ist noch eine Kiste. Ach, scheiße. Ich hab gehofft, dass Dings drin wäre. Oh, was sind das hier? 521. Ach, 5,1 Schockschaden. Auf Schockschaden stehe ich nicht. Also habe ich mir auf die Art und Weise echt einen Haufen Geld gespart, gell? Ja, auch das Hauptspiel, da habe ich gesehen, das Hauptspiel, das kostet ja auch bloß nur 5 oder 6 Euro. Oder? So, und wie gesagt, das Ding hier, die DLCs, 5 Euro, weißt du, also... Für ein Apfel und ein Ei kannst du das jetzt wirklich kaufen. Und ich muss sagen, wem die Comic-Grafik gefällt, weißt du, da kann das auf jeden Fall kaufen. Okay. Zumal, ach hier war der Weg. Ah, hier war noch ein Weg. Zumal ja auch, Also ich wäre auf jeden Fall, wenn ich damit fertig bin und nachher mit dem das DLC-Pack, das hieß Borderlands 2 Pre-Sequel, hieß das. Also, musst du mal gucken. Ja. Electronic Arts. EA. Über die habe ich mich damals maßlos, deswegen kaufe ich eigentlich ungern EA-Spiele, weil ich mich damals maßlos über die geärgert habe, weil die waren eigentlich mit der Hauptverursacher, dass der Amiga gestorben ist. Ich habe früher einen Amiga gehabt, also nicht nur, also erst habe ich einen kleinen 500er gehabt, später habe ich noch einen 1200er gehabt, Amiga 600er hatte ich nachher auch irgendwann mal, aber nachher bloß noch so zum Ende hin. Weißt du? Und dann noch später hatte ich nachher ein Amiga 4000, habe da tausende von damals noch D-Mark reingesteckt. Alleine die Prozessorkarte, die hat fast 2000 D-Mark gekostet. Die Grafikkarte auch nochmal 1000 Mark und so. Okay. Ging es mit IE, mit Amiga ein bisschen bergab, weißt du? Und schon ist IE abgesprungen, weißt du? Und das hat die natürlich vernichtet, auf gut Deutsch gesagt. Weil wenn kein Spielehersteller mehr da sind, weißt du, dann ist Feierabend, weißt du? Und IE waren einer der ersten, die abgesprungen sind. Die waren also mit hauptverantwortlich. Als die abgesprungen sind, sind nachher die anderen auch abgesprungen. Die waren mit der hauptverantwortlich. Außer die Idioten von Commodore, die das natürlich natürlich zu verantworten hatten, weißt du, waren die halt mit der Hauptverantwortlichen. Gell. Commodore war halt so blöde und wollte unbedingt einen PC bauen. Und nicht etwa basierend auf den Betriebssystemen Windows, die es damals gab. Nein, da haben sie ihr eigenes Betriebssystem, ihren eigenen PC bauen wollen. PC 50 hieß das Ding, glaube ich, wenn ich mich mal ganz täusche. So. Das ist doch hier bestimmt. Ich hab's doch geahnt, das ist hier im Brunnen drin, hä? Wer wohnt denn da drin? Wie komme ich denn da ran? Ich vermute. Was ist das, Hexenhäuschen oder was? Eine Waffenkiste?
Warum stehen hier überall die Feuerfässer? Da, da, da. Das hat doch bestimmt nichts Gutes zu bedeuten hier. Shotgun und SMG-Munition. Das hat doch bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Open the door. Oh, nett. Na, ich hab's doch geahnt. Da ist irgendwas explodiert. Ich hab's noch nie gesehen, hab gedacht, die gehört zum Inventar. Ja, so sehe ich das auch. Hier geht's doch bestimmt gleich los. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Noch eine Waffenkiste. Dann gehen wir ein Stückchen zurück. Was habt ihr hier Schönes für mich? Was habe ich denn überhaupt jetzt so eine 4000er Schild, gell? Ne. Abklingzeit 24 Sekunden. Was habe ich an Abklingzeit? Ich glaube, ich habe 25% bessere Ab. Ne, Moment mal. Was ist denn das Abklingzeit? Kommando. Okay. Kommando. Was habe ich schon? Hab ich nicht. Ich habe doch mehr. Ich habe doch nur 32er. Hier schon. 28er. Level 32. Da glaube ich, da komme ich mir ja verarscht vor, gell? Da komme ich mir ja ein bisschen verarscht vor. Ein Kommandomod mit 24. Schlachtgetümmel, was war ein Schlachtgetümmel? Also hier irgendwas? Nuklearschlag. Hier, Schlachtgetümmel. Aha. Ja. Plus 3. Ja. Ist das hier auf das Ding 3? Bei Schlachtgetümmel. Wenn du es rausnimmst, hast du dann auf jeden die Dings nicht mehr. Das geht mir mit manchen Spielen auch so. Ich habe zum Beispiel noch nie ein Tomb, also von den neueren, was in den letzten 10 Jahren rausgekommen ist, Tomb Raidern, weißt du, habe ich nicht ein einziges gespielt. Aber hab's beim Bruger, habe ich das, guck ich das regelmäßig, wenn er das spielt, wenn da was Neues rauskommt. Okay. So, also bei manchen Spielen gucke ich einfach nur gerne zu, weißt du. So, Teilweise, weil es halt nur auf PSP oder auf Xbox irgendwas gibt, weißt du. Aber hauptsächlich bei Tomb Raider, auch weil ich garantiert mit diesen ganzen Geklettere und rum und um gespringen, da würde ich wahnsinnig werden, weißt du. Ja, ich nehme es trotzdem mal mit, aber wie gesagt, Abklingzeit 24 Sekunden. Ha. Ich nehme es mal mit. SMG-Genauigkeit ist Quatsch. Assassin ist auch Quatsch. Das ist auch Quatsch. Da haben wir genug. Na, Jürgen, auf dem PC. Auf dem PC. Müssten wir doch eigentlich merken. Ist alles viel flüssiger. So, ich weiß schon immer noch nicht, wie ich da unten reinkomme, in das Loch. Nee, Brunnen sprengen geht nicht. Ich habe gehofft, dass es den Brunnen jetzt sprengt. Nee, soll ich hier reinhüpfen oder was?
Gute Idee, schlechte Idee. Geht gar nicht. Ach, Moment mal. Ach, Moment mal. Ich hab's doch geahnt. An so einem Brunnen ist meistens eine Kurbel dran. Tina, bitte tu mir den Gefallen und iss ein bisschen Salat. Nein, 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 nein. Molly, halt ihre Arme fest. Wie hältst du den Mund auf? Nein, ihr Ernährungsfaschisten! Ihr könnt doch nicht... Pass auf, dass du dich nicht so doll beißt. Wenn sie Blut leckt, haben wir ein Problem. Wie sie vorhin schon gesagt hat, hier ein Dings hier. Lilith hat sie vorhin gesagt, du kannst doch nicht nur dieses Kampfes essen, du musst doch mal auch mal was Rindanschig essen. Hier, und stell da was auf den Tisch. Was ist das? Sagt sie. Das Salat, hat sie gesagt, das sagt Lilith. Igitt, das guckt mich an. Herrlich. Traumhaft. Dieses Kind sammelt in den Minen der Habgier, soll ich jetzt noch. Ernährungsfetischisten. Es irgendwie ist nichts Schlimmes passiert. Ach, warte mal, wir müssen ja auch noch in dem Gebiet auch noch für die Ellie, für die fette Hirten, für die fette Ellie auch irgendwas machen. Hier? Warte mal, irgendwie fühle ich mich nicht wohl mit den ganzen Sprengfässern hier. Irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl. Hä? Wie soll ich denn jetzt hier reinkommen? Oder ist das auf dem Dach oben? Irgendwas Blödes passiert bestimmt gleich. Na. Nö. Finde Rüstung, ja toll. Nichts, was man erschießen kann, was eine Rüstung abschmeißt. Ah, das habe ich gesehen. Finde zwei versteckte Kammersymbole. Aha. Das zweite finde ich garantiert nie. Ja. Aber nur wenn du drauf sitzt. Ja, wie komme ich jetzt in diese Hornschöhe rein? Ne? Irgendjemand da rauskommt? Ne? Granaten. SMG-Ammo. Ne. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich jetzt an diesen verschissene Rüstung kommen soll. Ist mir ein absolutes Rätsel. Also es muss in diesem Haus sein. Was war das für ein Geräusch? Ach, schau mal, Geräusche hier. Aber das bringt man nicht, wenn ich auf das Dach springe irgendwie. Oder? Was ist das hier? Ach, das ist außerhalb. Hier irgendwo ein Knopf, wo man drauf drückt. Ey, die LED ist so. So ist die. So und so. Wie zur Hölle soll ich da die Rüstung durch den Schornstein rauskriegen? Ja, irgendwas vermute ich halt auch. Nee, kann man auch nicht zerstören. Ich käme hier auch nicht auf den Schornstein rauf. Das ist das Problem. Selbst wenn ich jetzt hier auf das Dach springen würde,
Ja. Selbst wenn ich jetzt auf das Dach raufspringen würde, ich käme ja auch nicht auf den Schornstein rauf. Weißt du, wie ich meine? Nee, das hat doch bestimmt irgendwas mit diesem Ofen hier zu tun. Ach, nee, auch nicht. Kann ich auch nichts machen. Dass man das vielleicht irgendwie abstellen kann, den Ofen. Warte mal, ich muss auch noch mal hier gucken. Da hier ist nichts. Nee, da steht hier nicht irgendwie ein Schalter oder irgendwas zum Drehen, dass man den Ofen abstellen kann. Nee. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein totales Rätsel. Vorhin bei den Grampitz, das war schon ein bisschen merkwürdig. Hier stehen ein paar Kisten. Nee. Ich slide hier auch sofort runter, wenn ich hier raufspringe. Vielleicht jetzt in den Brunnen reinspringen? Nee, geht nicht. Ja, da kann ich auch nicht mehr drehen. Das ist ja deaktiviert jetzt. Ich sehe aber auch nicht irgendwie was grün leuchten, was man aktivieren könnte oder deaktivieren könnte. Und mich wundert echt, dass hier niemand ist, der mich hier denn fressen will. Warte mal, was ist mit dem Hexengarten da drüben? Ach ne, das gehört ja im Prinzip ja nicht dazu. Ey, die Scheißkumpel. Okay, Geld. In der Stadt könnte ich ihn zerschießen, den Kürbis. Hm? Ist auch seltsam. Na ja, die Bäume, die sind doch schon wieder lebendig, die leben doch schon wieder, die scheiß Bäume hier. Da habe ich nicht gesagt, das Ding lebt. Ich wusste es doch. Alter, scheiß Dach gehabt. Das scheißt nicht meine ganzen Schilder hier weggeknallt. Piep, piep, piep. Was macht piep, piep, piep? Ach, Schild war wieder voll. Schon wieder eine Waffenkiste. Ach, ich glaub's hier. Nein, will ich nicht aufnehmen. Was haben wir denn hier? Schaden, 4 in. Ach, ich mit Dings hier. Oh, warte mal, 1700 mit. Oh. 1711 Schuss. Oh. Mit Säure. Ist das wieder eine Tatatat? Mal gucken. Mal irgendwas wegschmeißen. Dass wir die mal aufnehmen können. Was haben wir hier? Eine Shotgun. Mal irgendwo aufgenommen. Noch gar nicht ausprobiert. Probieren wir mal aus. Shotgun, komm her. Was ist das? Ja. Ach Göttel. So wie Schiss habe ich mir. Ach Göttel. Ach, hau weg die Scheiße. So, probieren wir mal die aus. Probieren wir mal die aus. So, wo ist das jetzt? Ne, was ist das, meine quasselnde? Ja, da sind jetzt hingehauen wieder. Ach Gott, wo ist es denn jetzt wieder? Was habe ich jetzt aufgenommen? Das waren die zwei. Also es gibt also die kleinen Dings gedacht. Ach, die hat der kleine. Ne, warte mal, die zwei.
Doch, die 2. Da hat er jetzt 2 getan, alles klar. Ja, wieder eine Knattersau. Eine Knattersau. Da haben wir ja die hier schon. Oh, eine Knattersau, gell? Ja, aber mit 900. Okay. Wo ist sie jetzt gewesen mit den 1700? Ja. Tal. Tal. Warte mal, die nehmen wir. Alter Quatsch. Hier drauf. So, und jetzt die 900er. Vergleichen. Andererseits. Der Waffenzoom höchst effektiv. Links, die hat allerdings 11 Schuss, die hat nur 7 Schuss und 935. Da war jetzt mal das Magazin gleich leer. Also ballert ja 5 Schuss raus, das Ding. Okay. Und da ist jetzt 5 Schuss rausgeballert und da hast du bloß noch 2 drin gehabt. Die hast du damit schon 2-mal voll, volle Sonne, weißt du? So, Feuerrate ist ein bisschen niedriger. Alle anderen Seiten sind gleich oder besser. Na gut. Sag, was untersuchen. Na gut, untersuchen. Okay, alles klar. Ach Mann, das nervt mich. Dass du, wenn du in diesem Vergleichsmodus bist, wenn du in diesem Vergleichsmodus bist, dass du dann nicht wieder rauskommst. Du musst. Blöd. So, da geht die Uhr in Jordan. So, was haben wir jetzt hier noch? Was war das hier jetzt? Ne, will ich nicht haben. Was ist denn das hier? Ach, ich mag die Slack-Waffen nicht. Nein. Ich mag die Slack-Waffen nicht. Kannst du behalten, Scheiß. Oh, was? Hab ich jetzt aufgenommen hier? Ne, Moment mal. Ach, das war die mit den 2000er Schaden, aber die werde ich auch verkaufen bei nächster Gelegenheit. Oder was ist bei nächster Gelegenheit? Das kann ich doch gleich hier irgendwo machen. Wo ist denn das Ding? Naja, was ist gleich hier? Hier kann ich es verkaufen. Ja, ich habe immer noch nicht rausgekriegt. Mir ist immer noch keine gute Idee gekommen für wie ich da reinkommen soll. Ich habe immer noch keine gute. Nee. Hier ist aber auch nichts, was man aktivieren könnte. Drauf schießen könnte oder drauf drücken könnte. Ich sehe hier nichts leicht. Das wären die richtigen Platten, die Rüstungsplatten für die Ellie hier. Für die fette Ellie. Ha. Weißt du, ist einfach, warte mal, wie ist die Mission jetzt? Nee. Ellie in glänzender Rüstung. Okay. Ich gucke einfach im Internet nach. Manchmal muss man auch im Internet nachgucken. Borderlands 2 Ellie, wie schreibt denn die sich? L.I. in Shining glänzender Rüstung.
Alien Clan. Ach, hat mir besser gefallen. Aliens, was? Tinas Assault und Dragon Keep. Da habe ich was Englisches hier, wie es aussieht. Da habe ich was verhältnismäßig Kurzes. Moment, da mache ich das Ding an. Warte, das ist. Quasi in Butter. So. Alt, tu ihn weg. Ja. Ach, heute ist was schon mal. Lauf nicht hier rum. So, da ist da. Moment mal. Ach. Da ist schon da. Ach, da hat es hier wie ein Geist, das amputieren. Haben sie in Schnelldurchlauf gemacht. Okay. Also ich habe schon gesehen, da hat den Baum reingeschossen. So, jetzt ist er hier. Sammelt er auf dem Rahmenschall. Wieso ist bei mir der Baum nicht gekommen? Ach, Frosch im Hals. Also oben der Baum ist der Theorie. Ja, da belegt ihm leicht der ganze Baum. Na sag mal, bin ich bescheuert oder was? Ist die verpackt bei mir oder was? Die Quest? Bei mir leuchtet der Baum nicht. Bei mir leuchtet der BH auch nicht. Warte mal, das nervt mich jetzt gerade. Gib mir mal ein anderes Scharfschützengewehr her. Entschuldige. Ich stehe zwar hier Zeug, aber sieht nicht so aus, als ob ich das runterschießen kann. Und bei mir leuchtet der Baum auch nicht, gell? Ich glaube, da ist irgendwas buggy. Nichts zu machen. Oh, ist die ganze Munition weg, na toll. Ich glaube, da ist bei mir irgendwas buggy hier. Ach so, ach scheiße, Moment, ja, entschuldige. Ich habe das Spiel gewechselt und hatte noch nicht Dings hier. Sorry Leute, Borderland. Also ihr habt ja gerade gesehen, hier im Video, wo ist es hin? Ach Quatsch, du sollst mir das Video gehen, du Arsch. Ihr habt ja gerade gesehen, hier im Video, da leuchtet der Baum. Man sieht ihn richtig leuchten. Ich mach mal Vollbild. Mann, hör doch mal auf mit dem Krach hier, Mann. So, da schießt er den BH runter. Hat er den BH jetzt runtergeschossen? Nochmal ein Stückchen zurück. Geh nochmal ein Stückchen zurück. So, jetzt fightet er hier. War fertig. So. Es schießt. Und siehst du, da leuchtet dieser Zwinker dieser. Und auch der ganze Baum leuchtet hier irgendwie. Bei mir leuchtet hier gar nichts.
Mit Maus 3, mit eingeprügelt hat er gerade auf dem Baum. Hm. Da hinten gehen die Pilze ein. In der Kiste. Moment mal. Wie gesagt, gucken wir mal bei mir nach. Oh, ich habe das Gefühl, dass da irgendwas buggy ist. Vielleicht muss ich da nochmal hin. Also die Kiste hier, das war. Nee, das war die Kiste hier. Und da prügelt mir mit. Ich kann hier mit Maus 3 drauf einprügeln, bis ich grün und blau bin. Da passiert gar nichts. Hoch auf den Baum. Ja, und runterschießen kann ich auch nicht. Okay. Die Fenster? Was Fenster? Na, es ist schon komisch, dass hier keiner gekommen ist. Es ist schon komisch, dass hier keiner gekommen ist. Dieses Vieh, was da jetzt gerade kalt gemacht hat. Ach, ihr habt schon wieder. Ach Mann, bin ich bescheuert. Mann, ich bin ja so doof. Ihr habt ja schon wieder Black Screen hier. Borderlands. Jetzt habt ihr wieder richtig Screen. So. Was klären wir hier? So. Also. Nochmal. Die Kiste, auf die der eingeprügelt hat, die stand hier. Das ist die hier. Nichts. Keine Chance. So, Baum eingeprügelt. Nichts. Wird ja auch nicht angezeigt. Also ich gehe davon aus, dass die buggy ist. Die beste Lösung wäre vermutlich, ich mache nochmal, ich wollte ja eh nochmal zum Dings hier. Zum... Ja, der Feind war ja auch nicht stark, ja. Ich mache nochmal zum Verkaufsautomaten. Was habe ich jetzt hier in der Hand? Nee. Okay. Ich muss das mal umsortieren hier. Nee, egal, ich schätze. Ich gehe noch mal zum Verkaufsautomaten, die erstmal ein bisschen leer. Ein bisschen leer, ey. Willst du schon wieder Stress haben oder was? Kannst du haben, Alter. Wird dir aber nicht gefallen, halt. Wird euch aber nicht gefallen. Wuselchen. Kommt gleich auch Mama, hä? Irgendwas hat mich jetzt wieder ganz arg ach, die scheiß Spinnviecher. Irgendwas hat mich. Ich will jetzt nicht mit euch spielen. Oh, schon wieder so Mist hier. Gleich kommt der Mama-Baum. Das ist er bestimmt. Ne? Kommt nicht? Kommt's denn? Ja, mit der Kohle. Wie sie schön brutzeln. Tja, Holz brennt gut. Ja, hup, weg war. Willst du wieder Stress machen, Mädel hier? Scheiße Fee. So. Ich höre schon wieder, was trappelt. Ach nee, das ist blöde Vieh hier.
Na, zum Brennwein. Heute kam im Fernsehen, das muss ich euch erzählen, heute kam im Fernsehen bei Abenteuerleben hier, Kabel 1, und ich weiß, ist das Kabel 1 oder keine Ahnung, wie das heißt, kam heute so Bußgeld, so sinnlose Bußgeldsünden, weißt du? So, also die wirklich total Bußgeld-Lappalien, haben sie es genannt, weißt du? So. Das ist eine alte Frau, so eine Tusse auf alte Frau gemacht, und die hat dann immer, hallo Polizei, hat die dann immer gemacht, und dann kam das. Ne? So, waren noch ein paar Sachen dabei, die ganz okay waren, also zum Beispiel Angel ohne Angelschein, ist ja klar, gell, dass du da bestraft wirst. Weißt du? In Bayern kannst du dafür sogar in den Knast gehen, bei Angel ohne Angelschein. Gell. So. Das Erste, was mir aufgefallen ist, sie haben immer dann hingeschrieben, was das kostet. 5 Euro. Und dann haben sie zu Euro-Stückchen gestapelt. Und da haben sie 6 hingestapelt. Das ist mir als Erstes aufgefallen. Ja, so. Und dann war unter anderem auch schräg über die Straße gehen. Okay. Und lauter so ein Papperschmatzenskram. Weißt du? So. Und unter anderem war nachher auch dabei Brennholz sammeln. Okay. Ob Brennholz sammeln erlaubt ist. Es ist halt nicht erlaubt, es ist halt verboten. Gell? Weil irgendjemand gehört ja der Wald. Entweder gehört es ein Waldbesitzer oder irgendeiner Gemeinde oder irgendjemand gehört ja der Wald. Und da ist das, wenn du Brennholz aus dem Wald raus mitnimmst, ist das Diebstahl. Und das war allerdings früher auch schon so, weißt du? Und da gab es so einen niedlichen Witz, weißt du? Da geht jemand in den Wald und sammelt Brennholz, und wie der wieder rausgeht, hält der Förster an. Und da sagt der Förster, na sagen Sie mal, Sie können doch hier nicht einfach Brennholz sammeln, weißt du? Da sagt der Sammler, das ist doch gar kein Brennholz, das ist mein Hasenfutter. Da sagt der Förster, na, das frisst doch der Hase garantiert nicht. Da sagt dann, was sagt der Sammler, naja, wenn es der Hase nicht frisst, dann verbrennen wir es halt. So niedlich. Ist mir da gleich wieder eingefallen, was dieser dumme Witz. Was Menschen angeht, seid ihr hier richtig? Wenn's ihr ordentlich Feinde aufmischt. Wenn es der Hase nicht frisst, na gut, dann verbrennen wir es halt. So, warte mal, ich wollte mal hier ein bisschen was rausschmeißen. Das ist die Elfer Knattersau, ne, die lassen wir drin. Naja, die ist ja auch, die macht ja auch übelst Schaden von der 26er, gell? Macht die richtig Schaden. Ja. Du brauchst kein gutes Gewissen, du brauchst nur gute Ausreden. Also ich würde sagen, ich liebe halt, was die Knarre hier, dieses Scharfschützengewehr, das labert die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß. Oh, auf dem und dem Planeten können sich die Kinder nicht mal Munition leisten, wenn ich zu viel. Oder wenn ich ein paar Mal geschossen habe, sagt sie, wenn du besser treffen würdest, bräuchtest du auch nicht so viel Munition, weißt du? Oder wenn ich mal so rumballere bloß, weißt du, da sagt sie dann immer, warte mal. Das, und lass die Kugeln fliegen. Warte mal, ich mach sie mal rein. Das ist super hier. So, pass auf. Jetzt labern sie nicht. Oh toll, du verschwendest Munition. Fang mich, das wird lustig. Fang mich, das wird lustig. Nehmen die Miststück. Die wird nämlich dann auch ganz schön ganz, ganz eklig. Ja, deswegen habe ich die bisher noch nicht verkauft, obwohl die plus 700 Schaden macht, weißt du? Was ist nur? Geht ja auch ganz schön. 700 Schaden. Wo ist denn das Mistvieh? Ja, ich mummel erstmal hier frisch auf. Patronen sind keine Zauberei, aber billig sind sie.
So, da habe ich gerade geguckt. Ja, die labert halt so schön. Deswegen war. Auf ein Wiedersehen. Ich höre sie doch schon wieder flattern. Ha, blöd gelaufen, dummes Weib, hä? Verscheißen kann ich mich nicht noch selbst. Brauche ich nicht. Ne, brauche ich eigentlich auch nicht. Kannst du behalten, den Mist. Das brauche ich. Hör damit. Das kann ich immer gebrauchen. So. Münzen für Patronen, Patronen für Münzen. Sei ruhig. So. Das sind die einzelnen. Ach, die hier, den wollte ich verkaufen. Die gehen dann explizit raus. Die benutze ich noch. Ja, das weiß ich noch nicht. Genauigkeit 86. Ich kann sie ja noch nicht ausprobieren, gell? Das ist ja das. Was war denn mit der hier? Ach so, nee, die war nicht so mein Ding. Die hat ja auch, die hat auch wieder plus 8 Schuss, gell? Hm. Weiß ich halt nicht so richtig, ob ich die verkaufen soll. So, das war das 24, das ist ein 28. 33, 32, Ablenkzeit. Moment mal. Was soll ich denn mit dem 24er? Vorsichtsklasse, Kommando, 24, Ablenkzeit. Wieso? Ach so, wegen diesem Schlachtgetümmel-Skill, der da drauf ist. Wegen dem Schlachtgetümmel-Skill. Was soll ich denn noch an Granaten? Ach, Schilde habe ich auch ohne Ende, halt die Fresse. Was war das hier? Bums, letzte Gesundheit 1800. Was habe ich vor eins momentan drin eigentlich? Ein 2000er Explosions, das Gesundheit abzieht. Mit 1,5 und das hat eine Zündungszeit von 1,8. Dann behalte ich das 1,8er und haue das raus hier. Ach, das Slack gefällt mir sowieso nicht. Das Slack-Zeug. Genau. So, was haben wir hier noch vorne? Ja, 4000 Schaden. Achte, gut, wenn du viel Schaden machen willst, dann brauchst du keine Gesundheit. So, das hat Max-Gesundheit plus 800. Das lassen wir auf jeden Fall erst einmal. Was ist mit denen? Ach, das ist wieder so Nova. Hat aber, na gut, hat 100 mehr. Bis 120 mehr. Ich mag die Nova-Schilder nicht. Ich mag die Nova-Schilder nicht. Schilde nicht. Das war die 16 Schuss. Nee, halt, ich habe schon nie gekennzeichnet. Quatsch. Falsche Kennzeichnung. Das wollte ich doch aushauen. Und welche habe ich jetzt momentan einstecken? Moment mal. Die hat. Hä? Habe ich 2 mit 900 oder habe ich da die 300 gehabt jetzt? Die hat auch 900. Moment mal, jetzt muss ich mal gucken. Und hier. Lass die Kugeln fliegen. Ja, lass die Kugeln fliegen. Was war das jetzt vor eins? Wo habe ich denn das her? Ne, wo ist es denn hin? Das ist wieder wack. Hier. Was haben wir denn hier? 24, 9, 1, das linke hat 19 Schuss, das hat 13 Schuss. War das eine mit Visier? Warte mal, ich muss es mal reinmachen. So, also. Die waren Beto ohne Visier. Was Waffenwünsche angeht, seid ihr hier richtig? Wo ist es hin? Das hat 19 Schuss, hat zwar ein bisschen, hat auch mehr Schaden. Bisschen ungenauer ist es, ist ähnlich eigentlich, gell, dass es ein bisschen ungenauer ist. 84, 87, 4, 5, 4, 6.
Ladegeschwindigkeit ist ein bisschen niedriger. Na gut, damit kann ich leben. Dafür ist aber die Munition mehr. Hau weg. Da kann ich alles aufheben. Und von diesen hier behalte ich auch plus 1. Das mit 2300. Das hat zwar ein Visier hier. Ja, aber wenn ich mit dem Visier schieße, da kann ich auch gleich. Im Gegenteil, manchmal bei solchen mehr Kurzstreckenwaffen wie der Assault Rifle ist manchmal ein Visier gar nicht so gut. Okay. Wenn das Visier nötig ist, da kannst du auch das Scharfschützengewehr nehmen. Da hast du vermutlich mehr davon, wenn du mit dem Scharfschützengewehr rumballerst. So, das ist meine 19.000er. So, da hat man doch auch noch. Was ist denn das? Eine 522er. Moment mal, ach so, die ich die ganze Zeit benutze. So lebt denn wohl. Nicht, dass ich noch verkaufe. 522. Genau, hier. Wieso ist denn eigentlich, warte mal hier, was stimmt doch was nicht, sag mal. Wieso ist denn eigentlich die Assault Rifle hier? Die gehört doch eigentlich, genau, das gehört doch eigentlich so rum. So, wo ist die Assault Rifle? Hier. 19 Schuss, genau. Das gehört doch eigentlich so rum. So, was haben wir jetzt hier noch? Wieso hatten jetzt... Wo es hier drüben war, war es jetzt eben grau, komisch. Nicht so schön bunt. So, Shotgun, haben wir auch einen ganzen Schwung Shotguns, gell? Was war denn mit der Shotgun hier? 600, ach so, die hat 691 mal 9, die hat 500 mal 16. Schießen kannst du allerdings mit allen Beten plus. Zwei oder dreimal. Ja. Ich habe zu viele Waffen hier. Ach, hier haben wir auch noch eine. 600. Ach, Moment mal, nee, ich habe doch die ganze Zeit benutzt. Als ich, was habe ich jetzt am schlimmen Inventar drin? Genau, ich hatte doch jetzt die ganze Zeit immer die im Inventar drin gehabt, oder? Die hier. 601 mal... Auf der 1. Ach so, nicht, ach nee, das war eine mit... Das war ja eine mit Dings, mit Gift. Ach genau, alles klar. Alles klar, das war die mit Gift. Also mit Säure schießt die ja... So, hier waren die zwei hübsch, die zwei guten. Hm. So. Ja, bei der weiß ich halt noch nicht. Wie weit sind wir noch bis zum Level 34? Och, da müssen wir bloß noch ein paar Leute erschießen. Na gut, komm, dann machen wir das doch. Erschießen wir ein paar Arschlöcher. Halt, Moment mal. Ich gehe erst einmal, wo geht die raus? Ich gehe erst noch mal raus, irgendwo hin. Der Wald. Okay. Wir sind in der Wald. Gehen wir mal ins Flamrock. Ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt wieder in den Wald gehe, dass da vielleicht... wo ist es denn? Ach, hier der Wald. Dass ich da vielleicht diese Mission aktiviert habe. Wenn nicht, muss ich sie weglassen mit dieser Rüstung. Finde die Rüstung. Hm. Okay. Jetzt kommen die Viecher hier wieder, oder? Schönes Brutzeln hier. Leg dich nicht mit dem Thüringer an. Der brutzelt gerne. Irgendwas. Das war hier oben. Nur eine Kiste.
Wenn nicht, dann scheinen die denn verbuggt zu sein, die Mission. Ach ja. Okay. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, müssen wir es erstmal lassen. Ach, jetzt kommt das Vieh. Gucke an. Jetzt kommt das Vieh hier. Zünden wir erstmal deine Babys an hier. So. Was soll ich jetzt hier? Ach komm. Ich habe jetzt keine Lust mit dir zu spielen hier. Kackspinne. Was? Oh, hier, was ist denn hier? Was ist denn hier wieder los? Weg hier. Die rösten hier schon wieder mein Schild, diese Mistschweine, die verdammten. Ach Quatsch, hier habt ihr was zum Spielen. Rotzauen. Die rösten mir mein Schild hier weg wie nichts, gell? All die Esse feste. Die kleben da irgendwas drauf und dann und dann. Da ist unser Schild, aber irgendwie keine Ahnung. Hallo, bin da, wer noch? Schwarze Witwe. Wie verdammtes. Klassenmod, Granatenschache, Mist. Was haben sie hier Schönes fallen lassen? Sagenhaft. So. Das interessiert mich auch mehr. 1600 Slack. Okay, verkaufen können wir es immer noch. Einladen, verkaufen können wir es immer noch. So, ich hoffe jetzt, dass die Mission jetzt aktiv ist. Hier haben die Milizen ihre Rüstungen geschmiedet, bevor der Hexer sie alle in Skelette verwandelt hat. Die sollten was in meiner Größe da haben. Erstmal ein Pünktchen verteilen. Und zwar... Schützgenauigkeit. So. Mist! Sieht aus, als hätte jemand die Rüstung da oben in dem Baum versteckt. Ihr solltet ihm vielleicht einen Klaps verpassen, damit er sie fallen lässt. Ach genau. So, jetzt fällt sie runter. Okay. Das ist doch keine Rüstung. Habt ihr mich mal angeschaut? Das Fitzelding bedeckt ja nicht meine halbe Titte. Außerdem zielen böse Buben ja nicht bloß auf meine pikanten Preziosen. Sucht mir was mit ein bisschen mehr dran. Ach, die öffnen. Ja, so stelle ich mir das vor. Sperrig, wehrhaft und 100 pro Badass. Ihr habt die Wahl, meine Süßen. Bringt ihr Ellie die sperrige Rüstung oder nehmt ihr lieber den Busenwunderblech-Bikini? Was? Nice, vor allen Dingen ist er. Ja, so. Nee, Gott. Aber du wirst lachen. Ich kannte mal eine,
in Jena, in irgendeiner von den Kliniken, weißt du? Also, das war auch so ein Schlachtschiff. Wenn die in den Flur lang kam, weißt du, und du standest hier, da kam erst Busen, 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 dann kam Bauch, 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 und dann kam irgendwann mal Gesicht und der Rest, und dann Arsch, 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 Arsch. Weißt du, die war auch so. So, was? Ich kann jetzt mir aussuchen, was ich hier nehme. Eine nicht gut schützende Rüstung. Gegenstand. Sperrige Rüstung. Ellie, stabile, sichere Rüstung. Du weißt schon, so wie eine Rüstung sein sollte. Genau so meine ich das. Her mit dem heißen Fummel. Ich werde so verflucht cool aussehen. Die kann man da nicht mal mitnehmen. Okay, Abschluss. Wunderbar. Wo kann ich das abrechnen? In Alien glänzende Rüstung. Ja, wo wird es denn abgerechnet? Na, bestimmt bei der Ellie selbst. Stock und Stein brechen ihr Gebein, durchs Orks bringen keine Pein. So, was? Haben wir hier noch was? Ach, das ist Femrock. So, wo war jetzt die blöde? Ach, hier war die blöde Prinzessin. Was war das? Prinzessin? Oder was war das für ein Ding hier? Ach, Königin. Königin. Statt dass sie der Königin ganz einfach am Tor eine vor der Larve gehauen hätten, hätten sie wieder heim ins Schloss geschleppt. Nee, da lassen sie die in den dunklen Wald latschen. Okay, das ist als nächstes dran jetzt. Was habe ich denn jetzt hier? Okay. Munitkästen sind alle leer. Die habe ich ja schon alle gelootet. Iridium, Iridium, ich liebe doch Iridium. Na guck an, das Zeug ist noch da. 935er. Ach hier, verbraucht, hat mir die Magazingröße 3 und verbraucht 3. Na danke aber auch. Was soll ich mit dem Scheiß? 800 Slack. Wegschmeißen kann ich sie immer noch, gell? Was hat das Ding? Ach ne, die ist zu klein. Ja. Die muss ich nicht hier lang. Ja. Burn, Baby, burn. Mist, da hat mir schon wieder das Schild angesüfft. Ich sag euch eure Nester. Ne. Ah, Iridium, Iridium. Ich liebe doch Iridium. Was haben wir hier Schönes? Max-Werfer-Munition. Drauf geschissen. Okay, Alter, können wir weitergehen. Blood Tree Camp. Blutbaum Camp. Die Orks sind wieder da, hä? Wollen die nochmal alle nochmal. Warte mal, was hatten wir hier? Wir hatten hier doch irgendwas hier aufgenommen, irgendeine Pistole. Können wir die mal ausprobieren an den Orks? Kein Stress hier, Leute. Sind wir noch da?
Das ist eine Granate. Guck mal, die ist schön. Oh. Mach Boom. Die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Ja, ich wünsche dir alles Gute, gell? Hau dich hin, wenn du müde bist. Ich mache hier jetzt noch eine... Wie lange mache ich jetzt noch? Ja, eine knappe Stunde mache ich jetzt noch. Prinzessin... Ach nee, Königin retten. Na komm, lauf zu. Ich glaube, die Königin ist da entlang gegangen. Warte mal, ich mach trotzdem mal eine andere Waffe rein. Gefällt mir nicht, hier in dem Gebiet jetzt mit so einer Waffe rumzulatschen. Hier, die mache ich wieder rein. Den ganzen Spinnviehzeug hier, was hier rumrammelt. Was, die Prinzessin ist da rein. Es muss doch da durchzukommen. Maximale Gesundheit 1200. Was erzählst du? Ihr müsst die Artefakte bergen in den Säften des Blablabla. Scheiß drauf. Jedenfalls müsst ihr wohl Blutfrüchte sammeln. Was müssen wir? Echt jetzt? Was ist denn eine Blutfrucht? Das ist so ein matschiges Ding, das wächst an den Bäumen. Da! Ich muss ja doch hier runter. Ich muss ja doch hier runter ins Camp. Na gut, motzen wir ein bisschen rum. Sagen wir mal Hallo. Und hauen unser Geschütz auf den Boden. Wenn sie alle eingerammelt kommen. Das ist eine scheiß Idee, mit dem Sprengfass auf mich drauf zuzurammeln, du Arsch. Knack, knack. Knack, knack. Knack, knack und der war weg. Die Jungs brauchen mehr Fleisch für Klar. Hab neuen Nack. Oh, Scheiße. Scheiße, da kommt mit schnellen Schritten. Da kommt mit schnellen Schritten. Da will mir an die Titten. Och du Scheiße. Ich will doch nur quetschen, du kannst mich mal am Arsch lecken, ja. Quetschen, ich will doch nur quetschen, sagt er. Wo ist er? Gleich ist mein Ding wieder da. Da kannst du quetschen. Stopp. Den knistern wir mit dem Rocket Launcher zu. Hat ihn nicht so richtig in der... Ich will doch nur schießen. Ich spiele doch nur ein bisschen. Der Baum stirbt, aber der Baron.
Nimmt nicht viel Schaden. Baron von Ork. Schön brennen, macht Aura weg. Hey. Spinnst mit dem Blödvogel. Ja. Mal eine, die schneller schießt. Hier. 4 Schuss. Wir haben aber überhaupt noch. Überhaupt nicht viel. Alt, was habe ich jetzt gedrückt? Ach Gott, scheiße, was denn? Ausgeknipst. Da machte er den letzten Schiss. Der Kopf, da wackelt noch mal ein bisschen. Was war denn hier? Ach, das Scheiß hier. Habe ich noch Platz? Eine Transfusion. 2238. Mit 5 Bomblets. 2000. Ach Quatsch, hier. Transfusion. 2300. Ach, 5 Bomblets. Die hatten. Die hat 6. 2238. 2238. Wie hat die bis jetzt? Ich hab das 5, ich hab's nicht. Ja, komm. Machen wir was zum Wegschmeißen. Ach, jetzt ist voll. Okay, okay. Nee, halt hier. Den Rest der Idioten rösten wir. Ach, hier liegt auch noch ein Haufen Zeug. Sind irgendwelche Bäume über ihn hergefallen. Haben wir scheiß Tag gehabt. 1029, aber ohne Dingsschaden. 486 mal 14. Ja. Was haben wir hier? Die Bi schwebt wie ein Schmetterling. Voll aufgeladen, sagt er nicht. Ach, Scheiße. Diese Scheiße hier immer jedes Mal. Okay. So. Was? Da steht doch einer. Ach ne, die haben sie aufgespießt. Warte mal. Die könnte man sich vielleicht nochmal angucken. Wo habe ich jetzt dieses Ding reingetan? Hier denn dieses Max-Werfer-Munition. Max-Granaten. Warte mal. Was habe ich hier drin? Ach, ab. Nee, Quatsch. Abklingzeit 18. Habe ich in der Zwischenzeit eine andere Abklingzeit? Eine bessere bei diesen Artefakten? Nee. Nee. Max Werfer Munition ist natürlich und Max Granaten ist natürlich auch nicht schlecht, gell? Mal sehen. So. Ach so, nee. Müssen wir noch irgendwas wegschmeißen hier.
Achso, was? Ach, das war mit dem Schlachtgetümmel hier. Was habe ich da drin bei mir hier? Nee, das wechsle ich nicht aus. Gesundheitsregeneration. Nee, halt. Ach doch, hier genau. Mann, das wollte ich auf, das wollte ich in den Schrank rein tun. Acht Bomblets, vier Bomblets. Oh, ein Prinzip her brauche ich den nicht, gell? Oder nicht alle, beide. 4800, ja gut. Die macht natürlich mehr, hat auch nur 4 Bomblets, gell? Und die hat 0 Zündzeit. So. Was war das jetzt für eine? Shotgun, hier die. Probieren geht über Studieren. Ja. Probieren geht über Studieren. Eins, was war das? 4 war das? 4? 4. Okay. Macht die noch irgendwelchen Nebenschaden? Sie hat 5. Nee. Nee, ich glaube, das ist meine besser. Die ich sonst nur mal. Na. Nee, gefällt mir meine besser. Verkaufen kann man sie ja, aber. Achso, das war die eine Granate hier. So, was will ich jetzt eigentlich hier unten? Achso, irgendwie eine Frucht. Frucht soll ich holen. Das gleiche Platz. So. Brand ist da besser. Die Stimmfischen. Was ist das für eine Flinte? 2400 ohne es allen. So was habe ich schon im normalen Leben gehabt, im normalen Dings gehabt. Schon geplündert gewesen. Was bist denn du hier? Was? Munitionsschrein aktiv? Hä? Munitionsschrein wird voll aufmunitioniert, werde ich hier gerade. Wenigstens hast du kurz aufgehört zu schießen. Wenigstens hast du jetzt aufgehört zu schießen. Munitionsschrein. Gucke an. Moment mal, wo ist denn das? Da muss ich hier links irgendwie und dann irgendeinen Weg rauf. Maximale Gesundheit. 506.
Warte mal, da habe ich doch besser so, oder? Ne, hier bei den Schilde. Schilde. Ne. Boosterchance. Max Gesundheit. Das Ding hat 5000. Was ist bei Schadensnahme einen Schildboost? Chance bei Schadensnahme einen Schildbooster zu verlieren. Verstehe ich nicht, was die damit von mir wollen. So, Max Gesundheit. 800. Was war das jetzt? Und 4. 800 und 4000. Was habe ich denn als Schild gerade drin, sag mal? Ach, Nahkampfangriff. Ach Gott, nee, da mach ich was anderes rein. Maximale Gesundheit hochjuchteln. Was war das jetzt? Nö. Das tut nicht not. Das auszuwechseln tut nicht not. Dass der Fass nicht explodiert, Arschloch. Kommt auf mich zugewackelt. Der Kollege hier. Ich will, es geht. Ja, irgendwie gefällt mir Feuer besser. Und noch ganz ein Arsch voll Kackhäufen, die hole ich mir erstmal noch. Man weiß nie, was für schöne Sachen drinnen liegen. Okay. So. Was jetzt soll ich hier? Das sieht aber nicht freundlich aus da oben. Das sieht absolut null freundlich aus. Wird nicht der Feind sein hier, der Baum. Der hätte ich natürlich auch schon Scheiß. Soll ich jetzt in die Siftbrühe einsteigen? Da blubbert's. Wenn es schon blubbert, ist es schon nicht gut. Ah, okay. Da hat doch bestimmt jemand was dagegen, oder? Was draufhauen? Ach nee, aufnehmen. Da hat jemand was dagegen, ich wusste es doch. Wow, du hast nicht erwähnt, dass die Blutfrucht an den Tree Ends wächst. Tja, tut sie aber. Seid ihr cool genug, euch die Frucht zu schnappen, ohne vorher den Baum zu töten? Was? Noch mehr? Ihr Mistweiber. Ich weiß, ich muss es lernen. Burn, Baby, burn. Gib mir dein Zeug her, du Dreckstück. War da noch was runtergefallen? Tree End, wie die End halt.
Klischees fallen lassen. Ja, haben wir hier nicht. Blutfrucht. Okay. Da hatte ich. Ach, ich brauchte Dreier. Alles klar. Ich brauchte Dreier. Alter, ist doch noch was? Was ist denn das? Ach, vergiss es. Und das? Ach, vergiss es. Muss ich wieder runter? Okay. Jetzt sind wir wieder zu dem Kunde hin. Zu dem bunten Kunden. Ja, wie viel ich mich wohl mit ihm. Mit diesen Fässern hier vor meiner Nase. Komm mal, ob das auch so ein Arschloch rauszukommen zu schießen, wenn man es nicht geröstet. Ja, Kohle. Genau das Richtige hier. Dieses komische Ding, was man vor. Hier. Geht nicht. Das Dachguck ist wieder aktiv. Alles klar. Fehlt mir Muni? Ja, Raketen fehlen mir. Mal sehen, ob er mir Raketen gibt hier. Legen wir mal schnell noch einen Raketenwerfer hier. Na, was soll denn das? Nehmen wir sie mal in der Hand hier. So. Die Raketen gibt er mir blöderweise nicht, gell? Alle andere Munition gibt er mir, aber Raketen gibt er mir keine. Wie es aussieht, ne? Hat mir keine gegeben. Na toll. Na prickelnd. Gut, nochmal wieder eine Shotgun in der Hand. Das mal in der Hand. So, was hat jetzt gerade geleuchtet, rot? Ach, das. Da könnte jetzt ja Gott mit der Feuerfrucht anfangen, gell? Ach, mich juckt gerade was hier an Bord. Soll ich mit ihm reden? Kehre zu Daulin zurück. Gut, beschmiert nun damit die Artefakte. Unsterblicher Welt. Na gut, gehen wir halt rein. Immortal Woods. Oh, ich muss sagen, ich bin jetzt langsam unkonzentriert. Oh, weil ich so müde bin und Hunger habe. Und es ist schon 4:30 morgens ist. Tina, wir haben dir doch gesagt, was mit Bloodwing passiert ist. Na, auf jeden Fall, der ist so ich süß. Ich bin nur ein bescheidener Händler. Spielen wir und einfach die sind meine das Waren. Spiel, in Ordnung? Die werden ein hübsches Plätzchen in einem Orkgesicht finden. Wir sehen uns bald. Badass Ritter,
Sturmritter. Ach, das hielt es ja damit überhaupt nicht, gell? Badass-Ritter. Ordogan in Stellung gebracht! Hier haben wir den letzten Schiss getan. Münzen für Patronen, Patronen für Münzen. Auf dass ihr ordentlich Feinde aufmischt. Wieso muss ich nicht die Dinger aufladen? Die waren doch gerade voll. Ach, ich hab noch rechts geklotzt. Ich voll Idiot. Ach, ich kann ja jetzt 40 Raketen aufnehmen, weil ich das Ding reingetan habe. Und Granaten kann ich auch mehr aufnehmen. Wir werden ein hübsches Plätzchen in einem Orkgesicht finden. Da kannst du dich drauf verlassen. Ach so, was hast du denn vor Waffen? Meine Patronen sind keine Zauberei, aber billig sind sie. Nee. Was hast du denn hier noch? 9000 Schaden. Ja, mal ordentlich Schaden. Und lass die Kugeln fliegen. Ihr sucht einen Heiler? Dann seid ihr hier richtig. Maximal Gesundheit minus 2000. Habt ihr eine Macke oder was? 7000 Schild. Ja. 5000 Redschaden. Maximal Gesundheit 4.300 und 500 Schaut. Was habe ich jetzt gerade drin? Was habe ich jetzt angelegt hier? Ach hier. Ja. 4.8 und 800. Ja, nee, meins besser. Nicht drauf gehen! So, das sagst du einfach, damit wir nicht leicht sind. Da hast du blöd geklotzt. Ach, apropos, Badass, fällt mir gerade was anderes ein. Ich hab doch bestimmt wieder Token hier. Schild, okay. Token. Schusswaffenschaden. Schusswaffenschaden. Wo war Schusswaffenschaden? Ach, da. Nee, Quatsch, da. Ja, Treffsicherheit. Treffsicherheit habe ich auf 2,3. Ne, wenn die Hirten, da schießen die sonst wohin. Das ist scheißegal. Dann nehme ich lieber einen Schaden, okay. Granatenschaden, das ändert sich eher am laufenden Band. Nehmen wir Schusswaffenschaden auf 6. So, Granaten, Rückstoß, Treffsicherheit, Schildkapazität natürlich. Je mehr, je besser. Ich habe mir das Gefühl, ich lösche aber noch Sanierung müssen. Du Skelettriese, du bist garantiert immun gegen Dings hier, oder? Was ist denn das? Irgendwie scheint es ihn nicht sonderlich zu interessieren hier. Na gut. Ich hab den Wechsel dran.
noch nicht lange gelebt, Arschloch. Was knurrt hier noch? Renn, renn! Ich glaube, es reicht, wenn ich ihn vor die Beine schießt, gell? Noch eher noch ein echt starkes Gesichtern. Scheiße, da habe ich das Schild weg, das Mistschwein. Ja, das wird zum Spiel. Hat dir das gefallen, du Arschloch? Hä? Wo war der hier unten, gell? Ne, wo war das jetzt? Ach, ganz da vorne. Na gut, da rennen wir halt nochmal davor. Mal aufmumpeln. Ich bin nur ein bescheidener Händler. Und dies sind meine Waren. Wenn Waffen Zauberei sind, dann ist das hier der Mana-Trank. Wartet ganz kurz, Leute, ich stöpfe mal noch eine Zigarette. Bin gleich wieder da. Dauert höchstens eine Minute. Hat doch ein klein bisschen länger gedauert, weil ich muss erst eine frische Büchse aufmachen. So. Aufgemult hatte ich jetzt, oder? Ich bin du vor einer. Ja. Das Spiel halt da nicht. Blöd gelaufen, Arschloch. So, wo war das hier, dieses Skelett? Was war jetzt hier? Eigentlich los. Das ist wieder so ein Vieh. Aber unhöflich. Na. Hör doch mal auf, dich zu picken, du. So, was war das jetzt hier?
Bouncing irgendwas. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Warm, heiß. Ah. Kacke. 618 mal 6. Nee, Quatsch, was hab ich denn hier? Wie hieß meine? Wie war meine hier? Die ich sonst drin hab, hier die, oder? Ach, scheiße, Mann. Ach so, die hat noch Dings hier, die hat noch Säure. Ich hatte aber noch eine andere gehabt. Mann, ich habe zu viel Gelimbe hier. Ach, die habe ich auch noch nicht ausprobiert, gell? Was macht die hier? Nee. Wieso hab ich denn diese Flinte hier? Wo kommt denn die her? Magazingröße Zähne, 1000 Schaden, da macht die Pistole mehr. Nee, will ich nicht haben. Ach Quatsch, untersuchen. Aber weg das Scheißding. So, ich mit so einer Drecksknarre. Aber ich hatte doch noch eine andere Shotgun. Das ist meine normale hier. Was ist das hier? Was ist immer drin? Die Knettersäule, die behalten wir natürlich auch erstmal drin hier. Und die hier. Ja, wo kommt denn die Flinte hier her, sag mal? Das Ding hatte ich mal ein anständiges Visier. Na gut, brauchst du nicht. Na, die macht doch keinen Schaden. Warte mal, ich vergleiche es mal mit der. Na gut, die macht zwar, ja gut, die macht ein bisschen mehr wie die hier, aber hat ja natürlich keinen Elementareffekt. Angucken. Fällt mir nicht. Ach Gott, Einzelschuss auch noch. Ach Gott. Nee, danke. Nee, danke. Komm, ab hier. Weg mit dir. Für Teufel, wer will denn sowas haben? So, wo ist meine? Hier. Nee, Quatsch. Hier. So, wieso habe ich keine Shotgun in der Hand, sag einmal. Hier war er. Nee, das war die nicht. Ach, 691 mal 9. Was wollen Sie mir hier verkaufen? Ach, Quatsch. Was soll ich mit dem Ding hier? Die ist ja scheiße. Die ist ein bisschen, ja, gut, die hat ein bisschen, na gut. Hat aber bloß 5 Schuss und explodiert beim Nachladen. Kann ich gar nicht leiden, solche Flinten. Da schieße ich jedes Mal in die Krise, wenn die Dinger explodieren. Nur weil du gerade nachlädst. Da kriege ich jetzt mal eine Vollkrise. Hat mir von Anfang an nicht gefallen. So, warum rammel ich eigentlich in die Richtung hier? Ich bin hier total verkehrt. Wir müssen doch in die Richtung. Ich weiß warum. Ich habe es für eine gute Idee gehalten. Oh. Ich glaube, die Idee war doch nicht so gut. Was zum Geier seid ihr? Grüner Basilisk. Oh, die scheißen auf Dings hier, gell? Hier vor auf. Ey, du Rotzsau, die Verdammte. Brenn.
fehlen. Ja. Diese alten Rotzsauen, habt ihr das gesehen? Ach doch, das steht hier noch. Ach, hier kamen sie raus, die Brüder. Oh, ein Dingsgeber hier, ein Questgeber. Okay, gehen wir erstmal hier. Kacke durchspielen. Oh, schön. Ich spiele so gerne in der Scheiße. Iridium, Iridium. Ich liebe doch Iridium. Oh, Scheiße, die hat doch gerade das Ding weggeschmissen, weggeschossen. Ich sag das sicher. Und das diskutieren wir aus. Das kann ich auch, du Arschloch. Oh Scheiße, noch einer. Hat schon mal einer in die Fresse geschossen, du Vogel. Glaubst du das denn? Hauen die mir die Dinger weg hier. Oh, was haben wir hier wieder drin? Wohnt da einer? Okay, Shotgun. Was haben wir hier? 550. Nö. 550 mal 10. Ja, gut, nee. 1300 ohne irgendwas. Haben wir hier noch? 950. Aber ohne allen. Und du bist eine Theodor. Die kannst du vergessen. 950. Wollte ich essen. Aber ohne allen. Und nur 18 Schuss. Ach Gott. Nee. Will ich nicht haben. Wo ist der Questgeber? Wohnt hier jemand? Hier wohnt garantiert jemand. Schade, ist doch schön. Kannst du ja eine gute Idee, da mal herzurennen. Sicherlich dachtest du auch, das wäre eine gute Idee, ja? Ach, hier wieder nicht. Oh, Scheiße. Schieß die Eier weg. Ach, was fliegt hier durch die Pampa die ganze Zeit? Oh, Scheiße. Oh, sorry, Leute. Ich muss erst mal einen Schluck trinken. Auch die Schweine schießen mit Pfeilen, ja. Nee, das ist der Labersau. 1700. Das ist meiner ein bisschen weggehauen. Warte mal, das war der falsche. Das war die falsche. Ja, die 1700 Knattersau. Ist das auch eine Knattersau? Ich habe schon ausprobiert. Wollte ich gleich wissen.
Dann gibst du schon auf die Mistfuhre. Zauberfuhre, ja. Na, wo bist du kleines Schweinchen? Wo ist er? Mann, da macht richtig Schaden, der Fuhre. Wo ist er? Ne, da ist er nicht. Alter, hier ist er. Ich habe ihn gekillt. Jetzt habe ich ihn definitiv gekillt. Dabei wollte ich doch bloß die Quest haben. Na, wollte ich doch eigentlich ja gar nicht. Mal zu behalten. Da haben wir doch Money. Eine Tio da. Aber mich wundert, dass wir uns nicht von oben geschossen haben. Die Sache. Die Wasch muss es lernen. Ich sehe, wie du damit klarkommst, du Drecksau. Ach, siehst du. Ich hätte auf das Schild schießen können. Auf das Fass schießen können. Alles voll. Ah, hier haben wir noch was. Shotgun, okay. Sniper-Ammo könnte ich gebrauchen, ja. Ich brauche mir Sniper-Ammo. Wir haben Sniper-Ammo. Bisschen Kohle. Oh, nee, nochmal Sniper-Ammo. Gut. Und? Nee, haben wir. Ist so verkackte Questgeber. Da vorne. Ecke Rippe. Ecke Rippe gibt nur eine Quest. Was immer. Was ist mit dir los? Haben sie dir ins Gehirn gekackt oder was? Das Buch der Taten! Dieses Tagesgedenken! Der Fahrtenexplosion! Schießen hier schon wieder auf mich. Ist bescheuert oder was? Kannst du das einfach beschießen, du Arsch mit Ohren. Iridium, Iridium, ich liebe doch Iridium. Okay. Habe ich gerade noch hier den Dings Munition gehabt, auch schon cool. Fehlen bis 58 Schuss, ey, bleib hier. Fehlen bis 58 Schuss.
unser Dings hier. Ja, guck nicht, du bist gleich dran. Ich will erstmal hier looten. Was zur Hölle? Die Schweine, die machen es mit Feuer hier. Okay, das müssen wir mal ausdiskutieren hier. Das muss ich erstmal ausdiskutieren mit dem Vogel hier oben. Mit Feuerpfeilen kommen sie einer her. Wie bett bist du jetzt, du Arschloch? Nee, Quatsch, falsche. Die hier. Wo ist unser Hinterhund? Versteckt sich das kleine Schweinchen? Aber wird schon wieder rauskommen. Hier bin ich, Arschloch. Komm zu Daddy. Oder hab ich noch mit dem letzten Schuss erwischt? Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Hallo? Bringe eine Feuerwaffe mit. So kalt. So. Zündet die Feuer an. Brauche Seelen. Eine Feuerwaffe soll ich mitbringen? Soll ich jetzt eine von meinen Feuerwaffen geben oder was? Haben wir noch eine sinnlose Feuerwaffe? Nee, nee. Was ist das? Nee. Slack. Dann nimmt er sich denn irgendeine oder was? Was? Moment mal. Ach die. Moment mal, was war das jetzt vorher nicht, ja? Auch nicht netter Sau. Ja, aber eigentlich Einzelschuss. Ja, genau. Keine Knettersäue. 900 Schaden? Und wieso? Ist das die Knettersäue? Ach, die macht 1300 Schaden. Ach, nee, das war die Knettersäue. Genau, ich habe die alle nochmal in... Nee. Okay, da kann ich noch die 900er geben. Scharfschützengewehr 900 Schaden. Wie hab ich denn das noch drin? Wo ist denn jetzt hin? Na, nicht, dass die jetzt aber eher, nicht, dass da jetzt irgendeine von meinen, die ich in der Hand hab, nimmt. Das wäre natürlich kacke. Ach, die muss ich bestimmt hinlegen oder was? Wo war das jetzt? Post? Ne, Minen der Halbgier. Ach ne. Unsterblicher Wald. Ach hier. Du hast ein, das offenbar deine Hilfe braucht. Es hat dich etwas kryptisch gebeten, ihm seine Seele zurückzubringen. Was? Das Leuchtfeuer, wo? Willst du ein Leuchtfeuer entzünden? Na, hier ist was los. Wo? Eine Waffenkiste ist da oben.
erstmal da runter. Da unten ist noch was. Noch Kisten. Ja, gut. Ach scheiße, das ist feuerresistent. Spielt da mit. Beim Lüdenstirn, sowas habe ich ja gerade gerne. Da war voll, da war auf, da war resistent gegen Feuer davor. Leichtfeuer entzünden. Was sagt er so einfach, wenn wir nicht ein bisschen leicht sind? Wo ist denn hier Leichtfeuer? Halt. Hier oben. Ach, hier. Ich hab's doch geahnt. Ja, schöner Dank hier. Ach, das Mann, hier ist was los. Granatschaden, okay. Was haben sie noch fallen lassen? Müll, Müll. Alle Tiere, oh Scheiße. Schlag du! Meine Schilde! Lass mich die Stärke des Augens weiter schützen! Wohl an! Ich bin doch damit die Arschlöcher. Ist ausgepaladient hier, hä? Ey, du solchen Vogel, bleib mal stehen hier, wenn ich auf dich schieße. Oh Scheiße, das muss ja noch. Mann, was ist denn das hier für ein Schlachtfest? Wer triumphiert? Der Norden. Ey, wer rüstet denn die? Och, was ist denn hier? Moin. Hier nochmal, du Arschloch. Was ist denn hier los? Ach, hier denn diese scheiß Skins, die können sich behalten. Was? Ja? Zurück, Brüder! Das diskutieren wir doch jetzt mal aus hier.
Wo ist die Knattersäule? Nee, machen wir hier. Okay. Badass im Anrücken! So ist doch kommt das Badass. Badass im Anrücken. War nicht viel übrig geblieben von dem Badass, hä? Sag mal. Was ist das hier? Ach, das war ein Töpf. Den hat es zermädert, ja. Entzünde Leuchtfeuer. Ach, zweites Leuchtfeuer auch noch entzünden. Da drüben. Warum wir rauf müssen. Für den Pfad der Gerechten und der Seelenheil. Durch dummes Geschwätz bist du jetzt gestorben. Meister, bläh dich mit Feuer. Also nicht mit Molotow-Cocktails rumschmeißen, mit Sackgesicht. Was ist denn das? Ach, ein Lichtstrahl hat er hergehauen. Gemeinsam sind wir stark. Das Böse darf die Gerechtigkeit nicht freuen. Baby. Ey, die Arschlöcher, spinne ich das Böse. Echt? Na gut, dann Alter. Spielt mal damit. Sollen wir schicken oder was? Du sollst nicht rumziehen, du Arsch. Hat er ja keiner gesagt. Dann hat der Hammer genug zugeschlagen, du Arsch. Ach. Schwitz auf dem Fels! Hat noch mehr! Mitten in die Fresse. Ich darf den Bösen nicht unterliegen. Mitten in die Fresse. Wir sind unaufhaltsam. Ja, ist gleich durch, ja. Mensch, was so unaufhaltsam ist, ist dein auch hier der Kollege wieder mit seinem Paladins-Getrümpel hier. Ja, das Schild ist im Arsch. Oh, schnell, der Kollege, hier. Ich darf dem Bösen nicht unterliegen. Ha, Arschgesicht. Lass mir alles aufsammeln, was wir brauchen. Shotgun, Shotgun, Sniper. Was ist denn das? Ohne Elementareffekt. So, wo sollen wir jetzt hier irgendwo was anzünden wieder mal? Hier oben, hier drüben. Na gut, zünden wir jetzt nochmal was an hier. Bestimmt wieder eine scheiß Idee hier. Werfe Knallfrosch! Guck. Schöne. Ach, das ist wieder einer von den großen Ticken hier.
Riese hier. Du bist zu langsam, du Arsch. Hier ist das Spiel. Auch hier. Da komm raus, du bist frei. Dieses Dreckteil. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Ich hab ein Äußer... was? Benutzen? Ey, Scheiße! Hau bloß ab! Wie glaubst du es denn? Benutzen steht da. Ein stimmes Schwein, drück auch noch auf den Knopf. Oh, Scheiße. Da steht benutzen, ich voll Idiot benutze es. Toll. So, wir haben das Feuer immer noch nicht angezündet. Oder vielleicht hätte ich ja benutzen sollen, wenn Feinde da sind. Benutzen geht nicht, wie es aussieht. Oh, das war er noch. Ich löcher sie. Daddy. Lass uns gucken, was sie haben. Damit definitiv nicht. Definitiv auch nicht. Lass mal ein bisschen Eritium fallen, ihr Sackgesichter. Oh, was war das? Nochmal 4 Seelen sammeln. Alles klar. Was haben wir hier? Ladeverzögerung, Teams, brauche ich nicht. Selbstmordskelett. Eine Herausforderung war das gar nicht.
Schweine, die schmutzen. Sucht euch mal einen, den er abschießt, verdammtes. Schwein, schwarzes, wo ist er hin? Noch ein bisschen Arsch. Mist, so verdammte. Habe ich damit schädlich. Oh, weiß ich was. Diese Dauer verarschen, du bist ein Vogel. Ich brauche noch so eine Kackseele, wie es aussieht. Okay, da ist er. Du Arschloch. Simpel Löwen, hä? Hab ich jetzt gerade aufgesammelt? Knochen oder was? Ne. Ammo? Ja. Munition. Voll, 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 alles wieder voll. Granaten sind nicht voll oder Rest so halbwegs voll. Oh, okay, kann man nicht meckern. So, entzündet drittens Leuchtfeuer, willst du mich verarschen oder was? Schickt er mich ja durch eine ganze Pampa. Mit seinem scheiß Leuchtfeuer. Brennt schon. Ach, es hängt mein, spinnt mein Dings hier wieder rum. Da läuft nach rechts. Jetzt macht meine Tastatur gerne mal. Spinnt ein bisschen rum. Und da läuft er immer nach rechts oder nach links, je nachdem. Vielleicht nicht so an die Spielen. Ich weiß es nicht. Fliegt! Fang!
Das sieht knatschig aus. Überleg dir das nochmal, mein Freund. Die Uhr. Sag es nicht. Das Dorf ist, oder? 2, 3. Kehrt zurück! Was soll ich zurückkommen? Was? Komm zurück, hat er gesagt. Was liegt denn hier? Ach, hier hat ein Sohn. Klassenmod hier. Wo sitzt da einer? Ach du Scheiße. Ach komm hier. Vor hier mit seinem Entschuldigen Sie, ist hier das an der Tür nach Banco? Du gehst mir auf den Sack da oben, weißt du das mit deinem... Mit deinem Scheißpfeil hier, Blödvogel. Kack. Kackgesicht hier. Wie kommt man darauf, sag mal? Entschuldigen Sie, ist hier das Sonderzug nach Pango? Ach so, jetzt müssen wir, was habe ich jetzt? Ich habe 45. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein paar Mal schon hier Dings aufgenommen habe. Ach nee, er zeigt bloß an, 45. Ach, Munitionsschrein, alles klar. Was ist das hier? Nahkampfschrein? Moment mal, hat das Geld gekostet? Weiß Gott, Scheiße, das hat in Dings gekostet. Da wird mich verarschen oder was? Wo sitzt da jetzt? Das wusste ich nicht, dass das Iridium kostet. Hätten Sie ruhig sagen können. Kostet ein Iridium. Hier hast du deine komischen Seelen. Fresse, das hat vielleicht genervt. Danke für die Hilfe. In diesem dämlichen Level bin ich bestimmt 80 Mal gestorben. Wir müssen vorsichtig sein. Der Kerl, der mich umgebracht und mir meine Seele geraubt hat, rennt hier immer noch irgendwo rum. Wenn man vom Blödmann spricht, würdet ihr mir helfen, ihn umzulegen? Schluss mit dem gruseligen Gelächter, Idiot. Kill den Noob steht da. Versuch doch jetzt nochmal mich von hinten zu erstechen, während ich was trinke, Flachwichser. Hey, danke nochmal. Ich hab auch was für euch. Kannst du behalten. Ach so, ja. 7800 Dings. Sehr gut. Das Leben kann ganz schön hart sein hier auf Pandora. Bewahrt euch so viel von eurer Menschlichkeit wie möglich. So. Jetzt sind wieder 2 Stunden 25 Minuten. Ich suche mir jetzt einen Speicherpunkt. Oh, halt schon wieder, muss ich kratzen schon wieder am Hals.
Noob Killer hieß er. Und dann haben wir den Noob gekillt. Hat er 10 Sekunden durchgehalten. Sah nicht so aus. So, was haben wir denn hier? 1100 ohne. 1100 mal 12. 11 Schuss. Ja, drauf geschissen. 6 Schuss, das kann ich ja gerade leiden. 21, aber nichts. Nur halt 900 irgendwas. Kannst du behalten, den ganzen Rotz. Ich kann ihn eh nicht mitnehmen, also was soll's. Ey, dem vorherigen Wald hat es mir besser gefallen. Da gab es wenigstens ab und zu mal. Ja. Granaten. Da gab es wenigstens ab und zu mal Iridium. Oder ist ab und zu ganz schön Iridium. Ich habe gehofft, ich komme auf 58 bei dem. Was? Ach so, Folge immer. Ach, wir sind ja in der Königin folgen. Das war ja eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Ich muss mal. Ach nee, jetzt steck mich doch am Arsch. Ich kenne das mit dir zu blöden. Oh, jetzt geht die mal wieder aus dem Sack hier. Ach, haut ab, ihr Arschlöcher. Ich gehe mal davon aus, dass du. Auf Dings Scheiß. Alter Rotzsau, verdammte. Alter Siffsau. Noch einer! Mann. Ach so, das war die Spur der Königin folgen. Scheiße, ich bräuchte den Speicherpunkt. Schon wieder eine Sackgasse. Sackzement. Mir ist eben eingefallen, dass der nächste Kampf nur funktioniert, wenn Roland dabei ist. Machen wir einfach Pause, bis er auftaucht. Hör auf. Roland wird oh, nicht... Oh, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Der Torwächter sagt... Noch mehr orkisches Gekritzel. Da steht, holt den weißen Ritter zurück, denn nur er kann den Weg öffnen. Und ich weiß auch genau, wo er ist. Wegpunkt! Okay, wir müssen einen Speicherpunkt suchen. Wo ist der weiße Ritter? Am Arsch der Heide, hä? Ach, die Scheiße, wieder zurück hier. Den für den Sack ist habe ich erwischt. Hast gedacht, du kannst mich ja dauerhaft verarschen oder wie? Blöd Vogel. Also behalte den Scheiß. Was war das? Wie? Welche? 35, wo sind wir? 34 sind wir. Wo könnte jetzt hier der nächste Speicherpunkt sein? Ach, okay. Leute, ich lasse es. Ich tue jetzt einfach hier abspeichern. Ich hoffe, dass ich wieder an der Stelle ungefähr lande. Beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ich sage jetzt an der Stelle mal Tschüss und weg, euer Charadan.